Hallo, ich möchte euch heute zeigen, wie ihr das Wireless Keyboard, das wir hier unten haben, mit dem iPad koppeln könnt. Fangen wir an. Dazu trennt ihr erst euer Apple Wireless Keyboard von eurem Mac. Dazu gehen wir hier auf Apple Wireless Keyboard und trennen. Dann ist die Verbindung getrennt. Danach müsst ihr auf eurem iPad Bluetooth anmachen. Und danach sucht ihr nach Geräten. Jetzt finden wir mein iMac. Jetzt machen wir das Wireless Keyboard mal an. Sollte es gleich auch finden. So, danach finden wir hier Keyboard. Bei euch kann es auch etwas anders heißen. Ich habe jetzt einfach Keyboard ausgewählt. So. Danach kommt so eine Meldung. Und dann müsst ihr auf eurer Tastatur den Code, was da steht, eingeben. Der ist jetzt 4, 7, 1 und die 8. So. Wenn ihr das gemacht habt, seid ihr schon mit eurem Wireless Keyboard verbunden. Dann steht bei euch das da und ihr könnt euer Wireless Keyboard einfach mit dem iPad benutzen. Wir gehen jetzt zum Beispiel in die Notizen. Und fangen mal eine Notiz aufzuschreiben. Hier seht ihr, dass ich tippe. Tippen geht einfach. Und ja, so macht man das. Ich kann zum Beispiel alles löschen. Geht auch. Alles wunderbar. Ja, das war's mit dem kleinen Tipp. Falls mit Jailbreak kann man die Magic Mouse noch beim iPad benutzen. Aber das werde ich euch... Kann sein, dass ich es auch... euch auch mal zeigen. Also, das war's hier und ciao.